So, Leute, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir müssen noch mal reden über das Thema Kocher, weil das ist ja ein kleines bisschen vergleichsweise eskaliert. Und da hatte ich jetzt noch ein paar Anmerkungen zum Thema Kocher zu machen. Ich mache mal kurz Kamera runter, dann seht ihr, was hier so alles rumsteht. Ich habe diversen Kram zum Vorzeigen. Ich habe diverse Beispiele für mögliche Kocher-Setups und wir müssen uns da einfach mal jetzt so im Vlog-Stil ohne großen roten Faden und wirklich mit ein bisschen Chaos, ich kriege das jetzt nicht anders hin, ich habe auch nicht ewig Zeit, über das Thema gerne nochmal ein bisschen unterhalten. Dreh- und Angelpunkt und Grund der Kontroverse ist der Inhalt dieses Beutelchens, da drin ist nämlich eine Tasse und in dieser Tasse ist dieses Blech. Und dieses Blech sorgt offensichtlich für sehr weit auseinandergehende Meinungen. Und das Erste, was wir uns diesbezüglich klar machen müssen, ist, wir haben hier zum Teil erbitterte Auseinandersetzungen aufgrund der essentiellen und elementaren Frage, wie andere Leute, die wir im Wald nie zu sehen bekommen, ihr Wasser heiß machen. Es kann ja wohl ja nicht angehen, dass irgendwo draußen im Wald irgendwer anders irgendwo hockt, wo wir keine Ahnung haben, wo und wie der aussieht und was der da genau treibt, der sein Wasser mit einer Methode warm macht, die wir nicht gut finden. Da muss man intervenieren. Wo kommen wir denn da hin in der Welt? Ja? Als nächstes kommen noch irgendwelche Leute auf die Idee, darüber zu diskutieren, ob Armut ein Problem sein könnte von globalen Ausmaßen oder Klimawandel oder von mir aus auch illegale Einwanderer aus Mexiko in den USA oder was auch immer. Sucht euch was aus. Ja? Nö, wir regen uns und ich schließe mich an. Ich mache dazu jetzt nochmal ein extra Video, aber da kann man mal sehen, wie blöd wir eigentlich alle sind. Alle, inklusive mir. Wir regen uns furchtbar über die Frage auf, es ist eigentlich schon lustig, wie andere Leute ihr Wasser warm machen. Ja, und im größten Teil Leute, die wir noch nicht mal persönlich kennen. Gut, eine Möglichkeit, sein Wasser warm zu machen, ist eben hier jetzt dieses X-Boy-System, das als zentralen Baustein aus Topfhalter-Kombi-Windschutz besteht. Das aus dieser Dose besteht, die hat auch noch einen Deckel, den hebe ich jetzt nicht noch hoch und da sind noch so Topfhaken drin, mit denen man dann einen Topf hier in diesen Windschutz einsetzen kann. Ich hatte dazu ein Video gemacht, das wirklich sehr gemischte Gefühle erzeugt hat. Hauptpunkt, weshalb das gemischte Gefühle erzeugt haben könnte, ich habe keine Umfrage gemacht, deswegen weiß ich jetzt nicht, woher kommt die Kontroverse allein, aber eine Möglichkeit könnte sein, dass ich zum ersten Mal ausprobiert habe, mal ein Produkt, das mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist, das ist immer dieser schöne Satz, den man da sagen muss, geschenkt ist es nur begrenzt. Wobei, ich könnte es wahrscheinlich auch als Geschenk deklarieren, so wie es formuliert gewesen war, unter welchen Bedingungen mir das jetzt geschickt worden ist, auch mit schönem Briefchen dazu und so weiter. Übrigens danke, habe ich ganz vergessen beim letzten Mal. Könnte man es auch als Geschenk deklarieren und müsste dann, könnte man sagen, das hängt jetzt nicht mit irgendwelchen Sachen in Verbindung, dass ich dazu jetzt ein Video mache oder nicht. Aber dann würde ich mich schon so ein bisschen sehr nah bis hin zu wirklich in den Bereich der Schleichwerbung begeben und das wäre natürlich scheiße. Und daher habe ich gedacht, jetzt machst du mal ausnahmsweise auch zum Ausprobieren, wirklich, weil ich habe das noch nie gemacht und ich wollte auch gerne mal hören, wie da die Reaktionen so sind. Die sind nicht eindeutig, aber schlimm genug. dementsprechend werde ich das auch wieder einstellen, dieses Projekt. Kann ich an dieser Stelle schon mal gleich darauf hinweisen. Mit einer Ausnahme, weil der Fairness halber, ich habe schon mal sowas bekommen, unter ähnlichen Bedingungen, nicht ganz. Und da habe ich dann damals, auch weil ich sage, ich wollte keine Videos, wenn man Werbung oben hinschreiben muss, wollte ich nicht machen, will ich auch nach wie vor eigentlich nicht. Das war jetzt halt einmal die eine Ausnahme zum Ausprobieren. Das ist so ähnlich wie Drogen. Musst du mal probiert haben, bin ich nicht der Meinung, aber Leute, die dieser Meinung sind, damit du weißt, was du verpasst, werden das vielleicht als Argument gelten lassen. Das ist natürlich ein ganz schwaches Argument, schon klar. Auch nicht ganz ernst zu nehmen. Ja, trotzdem, ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe festgestellt, okay, ein groß genuger Teil von euch findet das nicht gut. Darunter auch Leute, auf deren Meinung ich auch viel Wert lege.
Und damit ist das Projekt auch schon wieder gestorben. Mit, wie gesagt, der einen Ausnahme, dass ich noch einen Hobo rumstehen habe. Den habe ich schon seit Jahren, vielen. Aber ich habe den nie in einem Video erwähnt und er wäre es eigentlich wert, weil der ist tatsächlich ziemlich gut und ich bin da glücklich mit und habe da schon viel Spaß mit dem Ding gehabt und habe ihn eben, weil ich es als Werbung kennzeichnen müsste, nie vorgestellt. Das werde ich noch tun als zweite Ausnahme, die aus der ersten Ausnahme aus Fairnessgründen hervorgeht. Und weil wenn dann gleiches Recht für alle. Ja, und danach voraussichtlich, hoffe ich zumindest sehr, nie wieder. Es sei denn, jemand schenkt mir eine Waldhütte und ich soll ein Werbevideo zu der Waldhütte machen, die ich geschenkt bekommen habe. Ja, ab einer bestimmten Summe bin ich dann irgendwann käuflich. Das ist so. Ja, das ist definitiv so. Was heißt Summe, ne? Oder Gegenwert. Oder ein Waldstück würde ich auch nehmen. Ja, ach, da bin ich dann. Ja, es gibt Dinge, für die würde man dann schon einen Teil seiner Seele hergeben wollen. Gut, ja, jedenfalls das zu der Geschichte mit den Werbevideos, mit den Produktpräsentationen, die man halt eben nicht selber bezahlt hat. In diesem Fall ist es ja jetzt so, dass in diesem Video das hier nur ein großer zwar, aber nur ein Bestandteil meiner Gesamtausführungen ist. Meiner Rechtsauffassung nach reicht es, wenn ich hier jetzt hinschreibe und das immer mal wieder zwischendurch einblende, unterstützt durch Produktplatzierung, weil das ganze Video ja nicht nur um diesen Kocher geht. So, meiner Rechtsauffassung nach. Und ich hoffe, dass ich dann vor Gericht im Zweifelsfall Recht bekomme, wenn irgendeine lustige Abmahnkanzlei der Meinung ist, mich jetzt abmahnen zu müssen. Wo liegt die Kontroverse? Die Kontroverse liegt vor allen Dingen darin, dass dieses Blech 40 Euro kostet. Das Blechlein 40 Euro. Der Rest für die 50 Euro kommt dann zustande, indem wir uns die Topfhaken und die Dose hier noch angucken. Die kosten alles zusammen 10 Euro. Das sind Bauteile, die im Grunde nicht teuer sein müssen, aber wo ich auch verstehen kann, dass man die jetzt nicht nur für 30 Cent pro Stück oder was auch immer, keine Ahnung, die Materialkosten da sein mögen, verhökert. Der Elefant im Raum ist sicherlich das Blech hier für 40 Euro. Es gibt zum Thema Preis im Prinzip zwei mögliche Argumentationsweisen, die ich jetzt bisher so gelesen habe. Eigentlich drei. Die erste ist sehr kurz. Für ein Stück Blech 40 Euro seid ihr bescheuert? So in diese Richtung. Das bescheuert ist in den meisten Fällen auch weggelassen worden zur Ehrenrettung der entsprechenden Leute. Und wer sich mit Metallbearbeitung auskennt und so weiter und so fort, für den mögen 40 Euro für ein Stück Blech mit Löchern vielleicht und Ösen vielleicht tatsächlich ziemlich irrwitzig erstmal klingen. Ich kenne mich mit Metallbearbeitung nicht aus. Deswegen, das ist immer so ein Problem. Ich bin Naturwissenschaftler und nebenher erzähle ich mal ganz gerne noch was zur Outdoor-Ausrüstung. Zu deren Herstellungskosten habe ich aber keinen Plan. Ich kann zu ihrer Anwendung was sagen. Da habe ich Erfahrung. Aber was die kosten müssen, man kann Vergleiche machen. Und das bringt uns zu den anderen zwei möglichen Sichtweisen zu 40 Euro für dieses Stück Blech. Nämlich, man kann es vergleichen. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, womit man es denn vergleicht. Weil je nachdem, welche Denkweise man da anwendet, ist es entweder angemessen teuer oder sogar noch günstig dafür, dass es made in Germany ist. Oder es ist immer noch arschteuer. Weil, nehmen wir mal an, wir vergleichen dieses System mit einem Torx. Torx Siphon heißt der. Das ist, das muss ich dazu sagen, für diejenigen, die sich noch nicht so ganz auf dem Kochermarkt auskennen. Unter den Alkoholbrennern ist der hier wahrscheinlich, wenn man sich jetzt nicht irgendwelche hochindividualisierten Brenner selber gebaut hat, die tatsächlich den individuellen Bedürfnissen so sehr entsprechen, dass sie effizienter sind. Aber von den kaufbaren Brennern ist das hier mindestens ein Kandidat unter den Top 2 für den effizientesten Brenner, den es gibt. Im Alkoholbereich. Ja. Das heißt, der macht am meisten heißes Wasser mit am wenigsten Brennstoff sozusagen. Also sprich, wenn du da Brennstoff reinkippst, dann brennt der sehr, sehr heiß und sehr, sehr effizient und macht damit viel heißes Wasser für wenig Brennstoff. Und das ist auf langen Touren
ganz, ganz wesentlich. Und darum ist das auch ein in der Ultralight-Szene vielleicht der beliebteste, wenn nicht irgendwas selbstgebautes, Alkoholbrenner, den es da so gibt. Der wiegt 20 Gramm und tolle Sache. Ja? Zusammen mit zum Beispiel diesem Topständer. Da gibt es noch Alternativen. Deutlich schlechter, wenn auch im ersten Moment cool aussehend, ist zum Beispiel sowas hier. Boah, das sieht ja viel cooler aus und viel stabiler und ist in sich geschlossen. Und man kann das auch noch auseinandernehmen. Und das ist auch aus Titan und wiegt nur 7 Gramm oder keine Ahnung wie viel. Das Problem ist, wenn da jetzt noch dieses Riesending hier drin hängt, dann leidet die Brennereffizienz ganz außerordentlich. Und damit er schön mit der heißen Flamme den Kocher erheizen kann, muss der einen gewissen Abstand zum Kocher haben und nicht direkt draufstehen. Das heißt, man verliert ganz, ganz viel Leistung, wenn man das Ding verwendet, auch wenn das geht und auch wenn das im ersten Moment cool aussieht und in jeder Hinsicht eigentlich Spaß macht, aber es ist viel weniger effizient als ein Topfhalter, der das Ganze in dem richtigen Abstand eben hält. Das ist wichtig. Ja? Gut. Aber das hier wäre eben, wie gesagt, also ein absolut Top-Produkt im Bereich der Alkoholbrenner, wenn es einem um Effizienz geht. Ja, wenn einem das wichtig ist, das muss einem nicht wichtig sein. An dieser Stelle, dieser Exkurs ist wichtig, ganz bedeutend, denn wenn wir einfach nur draußen einen heißen Kaffee haben wollen, weil wir mal nach dem Job Stress, Familie, Frau, Leute, Chef, egal, wir wollen in den Wald, wir wollen einfach nur kurz in den Wald zum Abschalten, laufen dann eine halbe Stunde rein, machen uns ein topfheißes Wasser mit was drin, genießen das, gehen wieder nach Hause, sind wieder ruhig, können wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ohne jemanden töten zu müssen. Im Idealfall. Und dafür braucht man den Siphon nicht. Hm? Nö. Da kann man auch einen Trangia nehmen. Ja, der ist viel schwerer und macht nicht unbedingt schnell heißes Wasser. Dadurch, dass er einen größeren Brennerkreis hat und wenn er brennt, mehr Spiritus verbraucht, erzeugt er tendenziell mehr Hitze, aber bei mehr Verbrauch und wenn man beides zusammenrechnet, dann ist der hier noch ein Ticken effizienter. Dafür passt der in das Trangia, legendäre Trangia-Kochsystem, kommen wir noch zu. Ja, aber es ist dann völlig egal. Wenn man einfach nur mal eben heißes Wasser haben möchte, dann kann man auch eine Kerze mitnehmen und die unter den Topf stellen, dann wird es auch irgendwann warm. Wenn einem egal ist, wie lange das dauert, insbesondere wenn es einem egal ist, ob das 3 oder 6 oder 8 oder von mir aus auch 10 Minuten dauert. Und für viele Outdoor-Anwendungen ist das einfach egal. Und ob man jetzt 7 Gramm oder 40 Gramm Brennstoff benötigt, um sein heißes Wasser zu bekommen, das wird einem für viele Outdoor-Anwendungen auch scheißegal sein. Und für diejenigen, die eben nur sowas vorhaben, jetzt im Moment, ob sie jemals was anderes tun oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Aber wenn sie jetzt im Moment nichts anderes vorhaben, dann ist es sehr, sehr völlig egal, was für einen Kocher man damit rausnimmt. Und dann spielt Effizienz einfach mal keine Rolle. Und deswegen muss es dann so ein Torx nicht sein. So, das zum Exkurs vom Torx. Aber wenn wir jetzt sagen wollen, dieser Kocher hier, ne, der X-Boil, der ist tendenziell gar nicht mal teuer, dann können wir ihn vergleichen mit einer Kombi aus Torx, aus dem seinen Topfständer, der da in vielen Fällen mitgeliefert wird. Und weil dieses System einen Windschutz besitzt, muss hier fairerweise ja auch noch ein Windschutz dabei sein. Da kommen zwei Modelle in die nähere Auswahl, meiner Meinung nach. Einmal Windschutzmodell, vor 20 Jahren gab es die auch schon. Das ist ein dickes Alu-Papier. Ne? Das ist halt eine dicke Alufolie. Unzerstörbar, hält 80 Jahre, ja, mindestens. Und kann um jeden beliebigen Topf von diesem Umfang gewickelt werden. Ja, das ist natürlich für so einen kleinen Topf total der Overkill. Könnte man aber nehmen, einfach nur mal als Beispiel. Oder man schneidet sich das Ding halt zurecht. Die kosten aktuell bei einer Firma, die früher mal orange war und jetzt grün und ziemlich groß ist, ist der erste Treffer, den ich im Internet gefunden habe, ohne da jetzt Werbung für diese Firma machen zu wollen, 12,95 Euro. Versandkosten kommen gegebenenfalls noch dazu. Ja, jetzt muss man wissen,
Torx mit Gestell kostet 37, 38 Euro, sowas. Mit dem hier kommst du dann auf 51 Euro, 50 bis 51 Euro und bist dann genau bei dem Preis von diesem System auch. Und da diese Produkte hier alle, auch das, Made in China oder sonst wo sind, muss man sagen, für ein Made in Germany Produkt ist, wenn man das als Vergleich, was ich hier gerade genannt habe, heranzieht, ist das dann eigentlich ziemlich günstig und man unterstützt damit noch einen kleinen deutschen Kleinunternehmer bei seiner Arbeit und honoriert die Idee, die so tatsächlich ziemlich einmalig ist und die man von woanders, so wie dieses System ist, nicht kaufen kann. Ja, da gibt es nur dieses Ding, das ist alternativlos und hat eben ein Alleinstellungsmerkmal, dazu kommen wir noch, was für auch für Sammler vielleicht das zu einem guten System macht, zum Beispiel. Ja? Gut, aber das wäre eine Möglichkeit zum Windschutz. Wenn man möchte, kann man auch noch eine leichtere Lösung haben. Achtung, das Ding ist laut. Das sind diese Titanfolien-Windschutze. Die hat man vielleicht schon mal gesehen. Ich persönlich benutze den auch sehr gerne. Der hier war schon in Grönland, in Schottland, in ganz viel natürlich auf deutschen Touren und hat bestimmt 150 Kochvorgänge oder sowas gesehen. Das ist ein Hauch von nichts dünne Titanfolie. Man könnte meinen, die geht schnell kaputt. Ich dachte auch zuerst, das Ding geht schnell kaputt, aber der hebt und hebt und hebt und hebt. Und das ist erstaunlich. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich bin inzwischen ein Riesenfan von diesem Windschutz. Der wiegt keine 20 Gramm. Das ist für einen Windschutz mit Abstand, wirklich mit weitem Abstand, der leichteste Windschutz, den es gibt. Nachteil, Achtung, Warnung, wer Kopfhörer auf hat. In der Praxis, wenn der um einen passenden Topf drumherum ist, man muss ihn sich gegebenenfalls auch noch zurecht basteln, damit er um den Topf der Wahl, wenn das nur so ein kleiner sein soll, überhaupt drumherum passt. Und wenn der zu hoch ist, dann, es gibt noch einen schmaleren, aber dann muss man den sich auch gegebenenfalls zurecht basteln. Das kann man alles machen, ne? Da ist ein bisschen Bastelfreude noch erforderlich. Aber wenn der fest um den Topf sitzt und dann geht Wind im Gelände und man guckt, dass da nicht allzu viel Abstand zwischen Topf und Windschutz ist, das ist auch sinnvoll wegen Energieeffizienzgründen, dann raschelt der nur minimal. Also man hört ihn ein bisschen im Wind. Es ist so ein regelmäßiges Klüng, Klüng, Klüng. Also halt eben dieses Blech-Biege-Geräusch. Aber ich glaube, es ist wirklich überschaubar. Also ein Geräusch, wie ich jetzt eben gerade vorgemacht habe, macht der in der Praxis eigentlich nur dann, wenn man das auch will. aber ja, es gibt Leute, und das ist jetzt auch eine ganz klare Einstellungsfrage, die hassen so einen Windschutz. Die finden, Lärm ist das Schlimmste, was einem draußen passieren kann. Es gibt andere Leute, dazu zähle ich mich, die lieben das Teil, weil es nichts wiegt. Weil es einfach ein unglaublich leichtes und hocheffizientes Bauteil ist, wenn man dann mit der Geräuschkulisse leben kann. Ich persönlich mag es draußen still, aber wenn ich wochenlang draußen bin, im Idealfall, dann ist es 23 Stunden und circa 20 Minuten leise. Die zusätzlichen 40 Minuten, an der dann mal entweder ein Kocher macht oder ein Windschutz, ihr habt das Geräusch wahrscheinlich noch im Ohr, dann damit kann ich absolut leben. Das kratzt mich nicht die Bohne, gar nicht. So. Aber individuell, ja, wen das wirklich furchtbar stört, die Geräuschbildung, der wird zum Beispiel auch einen Gaskocher nicht mögen und einen Alkoholkocher eben bevorzugen, weil der macht kein Geräusch, der hier schon, und der wird erst recht nicht mögen einen Benzinkocher, weil der ist ein Triebwerk und klingt auch so, je nach Modell, aber einen wirklich leisen Benzinkocher, bis auf so uralte Teile, die trotzdem ein Schweinegeld kosten und wirklich nur was für Liebhaber sind, sind die alle sehr laut, vergleichsweise. So, also machen wir jetzt den Preisvergleich. So ein Teil kostet 18 Euro, so ein. Ja? Dann sind wir nochmal bei, dann ist das System mit Torx und Windschutz und Gestell sogar dann nochmal eine Ecke teurer als das hier. Ja? Und wer das so vergleichen möchte, und das tun einige Leute, der kann das ja machen, das ist doch völlig in Ordnung. Ja, wie gesagt, wir diskutieren hier über die Möglichkeiten, heißes Wasser herzustellen. erbittert, es gibt nur einen Weg, heißes Wasser zu produzieren.
Noch besser, es gibt nur einen Herrn des heißen Wassers und er teilt seine Macht nicht. Entschuldigung, ich habe gerade Spaß. Ja, das ist eine Möglichkeit. Preisermittlung über den Vergleich mit anderen Spirituskoch-Situationen, Möglichkeiten. Man kann aber auch mit nochmal anderen Spirituskoch-Möglichkeiten das System vergleichen, die ein bisschen anders aussehen. Und dann kommt zum Beispiel dieses Teil zum Einsatz. Wer das nicht kennt, das ist der gute alte Trangia Sturmkocher aus Schweden. Unverändert im Einsatz seit, ich glaube, 60 Jahren, irgendwie sowas. Also der ist noch aus dem Krieg. Nicht ganz. Der wird geliefert einmal, also das ist die große Version, ja, das muss man dazu sagen. Es gibt ihn auch noch kleiner, wir müssten eigentlich den kleinen als Vergleich heranziehen, aber ich habe den kleinen nicht. Deshalb denkt ihn euch einfach bitte ein bisschen kleiner. Das ist der Windschutz, das ist auch die Verpackung. Man baut den dann zu einem, so diese Größe hat er als Päckchen, so kommt er ins Gepäck ungefähr. Und zusammengesetzt ist das im Prinzip der Windschutz und der Topfständer. Da kommt dann in die Mitte der Trangia-Kocher rein. Hier ist ein Loch dafür. Und jetzt sind hier diese Topfaufsätze. Und dann kann man da so einen Topf reinsetzen. Und damit kann man bei egal welchem Sturm, egal welchen Bedingungen, wenn es sehr kalt ist, dauert es halt sehr, sehr lange. Aber man kann wirklich unter jeder Bedingung damit kochen. Und im Set beinhaltet sind ein Topf, zwei Topf, eine Bratpfanne, die ist gleichzeitig der Deckel, und ein Topfhalter. Passt perfekt zu den Töpfen, da wackelt nichts, ne? Allerdings muss man ihn festhalten, sonst geht er wieder ab. Das ist aber auch kein Problem. Normalerweise kocht man so, dass er halt neben dem Kocher liegt. Und wenn du mal kurz eben den rausnehmen willst, dann nimmst du kurz das Ding, brettst den, nimmst den raus und machst das wieder. Das ist das milliardenfach bewährtes, unendlich tolles, spaßmachendes System. Die Freude an diesem System kommt allein schon dadurch, dass das seit Ewigkeiten so gibt und seit immer noch ist immer noch wunderbar funktioniert und mit alten Sachen hantieren. Ich persönlich habe da enorm Freude dran. Aber das ist auch wieder ganz individuell. Ja, kann man so machen, muss man nicht so machen. So, warum erzähle ich das alles? Ich erzähle das, weil die Mini-Version vom Trangia Sturmkocher in reinem Alu, das hier ist hart anodisiertes Alu, das ist in vielerlei Hinsicht besser als reines Alu, ich würde auch die Version empfehlen, ehrlich gesagt, aber trotzdem, wer einfach wenig Geld hat und gerne einen Trangia Sturmkocher haben möchte, der kriegt die kleine Alu-Version für, und das ist ein Sonderangebot, aber gerade gibt es das, gerade stand gestern Abend auf Amazon, für 55 Euro. Ob man da jetzt einkaufen möchte oder nicht, muss jeder selber wissen. Na, gar keine Frage, auch da kann man jetzt wieder diskutieren, aber so viel kostet das Teil aktuell und das sind 5 Euro mehr als das hier. Ja? Und 2 Töpfe, eine Pfanne, perfekter Windschutz, Brenner dazu. Wenn man die 2 Sachen vergleicht, 40 Euro für das Blech am Arsch. Wenn man das so vergleichen möchte. Ich habe das jetzt absichtlich etwas überspitzt dargestellt. So, und da sehen wir jetzt schon, es kommt ganz stark auf die Perspektive an. Es kommt selbstverständlich auch darauf an, ob man jetzt nun mal Geld hat oder eben nicht Geld hat. Einige Leute von uns, denen tun 50 Euro nicht besonders weh. Und die haben ein gutes Gefühl dabei, wenn sie sich jetzt für 50 Euro dieses Ding kaufen, dass sie einen kleinen Mikroselbstständigen eben da ein bisschen bei seinem Projekt, ich verkaufe diese Dinger, unterstützt haben und damit sicherlich ein gutes Werk getan haben. Ja, also ethisch, moralisch kann man das als sehr, sehr gutes Werk durchaus ansehen, wenn man das möchte. Muss auch wieder jeder selber für sich entscheiden. Ich persönlich würde schon sagen, das kann man schon machen, wenn einem 50 Euro nicht wehtun. Für Leute, denen 50 Euro wehtun und die sich jetzt genötigt fühlen, diesen Kocher zu kaufen, ja, keiner nötigt euch doch, diesen Kocher zu kaufen. Da habe ich dann wirklich Schwierigkeiten. Weshalb es dann teilweise böses Blut gibt, weil dieser Kocher 50 Euro kostet. Dann kaufen halt nicht. Problem gelöst.
Es ist so ein bisschen wie das generelle Problem, das man auf YouTube hat, wenn man einen Kanal betreibt. Wenn dir das Video nicht gefällt oder du von vornherein wusstest, das ist nichts für dich, ja, dann guckst du doch nicht an. Dann verschwende doch nicht Zeit und Energie, damit dich mit einem Thema auseinanderzusetzen, von dem du von vornherein weißt, das tut dir nicht gut. Ja. Und auch so ein Argument kann man eben auf diesen Kocher möglicherweise anwenden. Mal abgesehen davon, dass es Leute gibt, denen 50 Euro nicht wehtun, bei denen es dann also nicht so schlimm ist, wenn sie dieses Ding kaufen, kann es auch Leute geben, denen 50 Euro vielleicht jetzt nicht unbedingt furchtbar wehtun, aber bei denen das für 50 Euro schon ankommt, die in diesem Kocher aber einen großen Mehrwert sehen, den manche anderen von uns nicht sehen. Und damit kommen wir zu dem Punkt, was hat denn das Teil jetzt für ein Alleinstellungsmerkmal, weshalb es durchaus Sinn machen könnte, sich den zu kaufen, wenn man auf dieses Alleinstellungsmerkmal steht. Da muss man schon auch drauf stehen. Ein Outdoor-Produkt, das ist in vielen Bereichen wichtig, aber ich glaube im Bereich Outdoor, Entschuldigung wegen den Mails, ich kriege das jetzt gerade zu weit weg. Ein Outdoor-Produkt ist wirklich eine hochemotionale Angelegenheit. Das begleitet uns im Idealfall, für mich persönlich im Idealfall, für andere Leute vielleicht nicht, in die Wildnis. Und da müssen wir dann darauf angewiesen sein, dass dieses Produkt funktioniert. Und solange dieses Produkt funktioniert, haben wir in der Wildnis sicherlich eine schöne Zeit. Und wenn das Produkt uns im Stich lässt, dann haben wir die nicht mehr. Und das Vertrauen in seine Ausrüstung ist eine hochemotionale Angelegenheit. Wenn du bei stürmendem Regen im Zelt liegst und dich fragen musst, ob dein Zelt das denn aushält oder ob du Grundvertrauen in die Qualität deines Zeltes hast, das kann einen schon mal eine Nacht lang wachhalten. Das habe ich, als ich noch jünger war, häufiger mal erlebt, solche Fragestellungen. Und dadurch entsteht nach und nach wirklich eine gewisse Mentalität, da kann man verschiedene haben und es gibt keine richtige, zum Thema Ausrüstung. Zum Beispiel, was nichts kostet, ist auch nichts. Gibt es. Muss man nicht sich anschließen, kann man. Oder wer billig kauft, kauft zweimal. Oder ähnliche Sprüche. Oder aber eben auch, das ist alles nur eine große bescheuerte Outdoor-Industrie, die die Konsumlaune von, Entschuldigung, ich überspitze das jetzt nochmal, Idioten ausnutzt, um einen Haufen Geld zu verdienen. Man könnte sich auch vieles einfach selber machen und vielen Hightech-Schissdreck braucht man sowieso nicht. Auch das ist eine legitime Meinung, die man haben kann, nicht muss, kann. Ich persönlich, kommt immer auf den Bereich an. In manchen Bereichen bin ich der einen Meinung, in anderen Bereichen bin ich der anderen Meinung. Das kann man grob runterbrechen auf, wenn es ein überlebenswichtiger Ausrüstungsgegenstand ist, dann darf es High-End sein. Wenn es was ist, was dessen Fehlen man verschmerzen kann oder dessen Versagen man verschmerzen kann, dann sehe ich nicht ein, weshalb ich dafür einen Arsch voll Geld hinblättern muss. Beispielsweise, es gibt richtig, richtig teure Sitzunterlagen, oder es gibt welche für 2,50 Euro. Ich nehme nur die für 2,50 Euro, weil das ist eine Sitzunterlage. Wenn ich keine habe, heu auf der Wiese. Oder muss meine Regenjacke halt unterlegen, wenn es nass ist. Schlimm. Ja. Schön, wenn die Sitzunterlage zwar funktioniert, aber das sind dann so Nebensächlichkeiten. Wenn mir meine Regenjacke versagt und ich komplett durchweiche oder mein Rucksack unterwegs zusammenbricht oder mein Zelt des Nachts zusammenbricht, dann habe ich ein ernsthaftes Problem und deshalb sind das bei mir dann meistens wirklich High-End-Produkte, die dann irgendwas zwischen 300 und 700, 800 Euro kosten können. Also zum Beispiel jetzt bei so einem Zelt. Ja, aber individuelle Einstellung, jede andere ist auch in Ordnung. Insbesondere sowieso, wenn es nur um das Thema geht, wie andere Leute, die wir draußen nicht sehen und von denen wir nichts mitbekommen, ihre Zeit verbringen. Jetzt hat trotzdem jetzt nochmal, ich bin ja auf dem Weg zum Alleinstellungsmerkmal von diesem System, was dann für bestimmte Leute eben den Preis auch vielleicht rechtfertigt. Nämlich zum Beispiel das hier. Ja, das ist ein sehr, sehr leichter, der BAS Dingsterbum-Stove aus China, wahrscheinlich von Kindern zusammengesägt mit ihren Zahnbürsten. Ich weiß es nicht, aber ein Teil von mir lacht wirklich, der andere Teil ist ein bisschen entsetzt, aber egal. Jedenfalls, der taugt leider sehr. Das ist einer der beliebtesten Gaskocher im Ultralight-Sektor. Der wiegt irgendwas unter 20 Gramm. Je nach Ausführung variiert das ein bisschen um 2-3 Gramm. Aber
funktioniert hervorragend, funktioniert sehr lange, hat hervorragende Langzeitberichte von Leuten, denen ich auch wirklich glaube, dass das so ist, dass die sehr, sehr lange halten. Hier meiner hält auch schon seit Jahren, wurde auch wirklich viel benutzt, auch wenn ich nicht an tausende Kochvorgänge kann ich nicht anbieten. Das haben andere Leute aber mit dem Teil angeblich auch gemacht und ich könnte es mir vorstellen. Also bisher hat er null Abnutzungserscheinungen, funktioniert super. Ihr seht, wie winzig das Ding ist, das kann man noch zusammenklappen, da die Gaskartusche dann hier reinpasst, ne? Und der Kocher zusammengeklappt auch noch ganz klein ist, dann kann man den noch oben drauf machen, da passt, das müsste mir jetzt glauben, auch noch ein Feuerzeug mit rein, noch ein kleiner Lappen für den Topf von mir aus und dann kann man das auch alles in dem Topf verstauen, da passt dann auch noch der Deckel drauf und dann macht man hier noch so ein Beutelchen drum und dann ist das fertig und dann hat man ein Kochsystem in einem, da fliegen keine Einzelteile in der Gegend rum, da kann man nichts verlieren, was da reingehören würde, dann ist man glücklich und zufrieden und kann mit Gas hervorragend kochen, kann das Ding fein regulieren, hat einen hocheffizienten Brennstoff, der funktioniert auch bei, zumindest solange es nicht super, super kalt wird, funktioniert der auch bei Kälte gut. Und also super, super kalt meint minus 4 ist so die magische Grenze, wo man sich dann mit Gas auskennen muss, sage ich mal. Ich sage nicht, es geht nicht mehr, ich sage, man muss sich auskennen. Das wäre eine mögliche Alternative. Und das wäre auch eine mögliche Alternative für die Leute, die sagen, mir kommt es drauf an, dass das alles in den Becher reinpasst. Aber was da fehlt, und jetzt kommen wir wirklich zum Einstellungsmerkmal, wirklich, wirklich, ist der Windschutz. Weil so ein Windschutz passt hier nicht rein. Und auch so ein Windschutz, den kann man nämlich nicht nochmal so rumfalten, auch so ein Windschutz passt da nicht rein. Gut zugegeben, man kann den zurechtschneiden, dass er dann da doch noch reinpasst. Dann ist er aber halt nicht mehr so schön groß und universell einsetzbar. Aber gehen tut das. Ja, ja, okay, okay. Aber das wäre... Ja, es muss da wirklich jetzt ein bisschen kleinkariert sein. Das wäre dann aber kein so kaufbarer Windschutz, sondern dann schon wieder ein individualisierter, selbstgemachter. Zu den selbstgemachten Produkten kommen wir noch. Und wenn wir jetzt was haben wollen, was wirklich vollständig in als kaufbares System in einen und denselben Becher reinpasst, dann sind wir durch die Tatsache, dass der Windschutz auch mit und der Topfständer gleich mit in den Becher passen, wirklich relativ schnell bei diesem System, weil da stopft man dann da fröhlich rein. Das ist auch nicht weiter dramatisch und schwierig. Davon geht er vermutlich auch nicht kaputt, würde ich jetzt behaupten wollen. Und verzieht sich da auch nicht, sofern die Tasse wirklich rund ist. Wenn die Tasse nicht rund ist, dann sieht es natürlich nochmal anders aus. Und dann macht man unten noch die dazugehörige Schüssel dazu. Schmeißt die unten rein. Jetzt hat man noch eine Tonne Platz für zusätzlichen Kram, den man da noch drin haben möchte. Zum Beispiel Krümeltee. Krümeltee, ganz, ganz wichtig. Ja. Wie die Welt ohne Krümeltee leben konnte, als es den noch nicht gab, das ist mir ein Rätsel. Mein Teesäckchen. Das besteht aus verschiedenen Teesorten, Kaffeesticks und Zucker, Süßstoff. Nur was man halt so braucht, ist für Touren, wenn ich mal einen Tee machen möchte. Milchpulver, wichtig für Frau, weil die Kaffeesticks, die hier drin sind, sind nur Kaffee. Milch variiert sie gerne selber und nimmt halt nicht die fertigen Kaffeesticks, wo Milch schon drin ist. Das ist irgendwie immer nicht die richtige Zusammensetzung. Frau ist da anspruchsvoll und also eigentlich nicht wirklich. Egal. Ja, und das passt jetzt alles hier rein und dann kann man das zumachen. Dafür gibt es noch das schöne rote Beutelchen. Dann macht man auch mit dem rußigen Topf nichts dreckig. Und dann hat man in sich sein gesamtes Kochzubehör für mal eben einen Tee im Wald trinken in ein und derselben Dose, Tasse, wie auch immer man das nennen möchte. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Szenario, wo der geplagte Arbeitnehmer aus dem Job kommt und Ärger mit dem Stress hatte. Oder alternativ, er kommt nach Hause, hatte keinen Ärger mit dem Stress, aber da wartet Ärger mit der Frau. Und will einfach nur seine Ruhe haben. Er läuft zum Regal, grabt sich diesen Pott, nimmt sich einen Rucksack, wirft das da rein, wirft eine Flasche Wasser hinterher, sprintet aus dem Haus, rennt in den Wald und macht sich da sein Getränk und kann das halt schon fix und fertig, ready to use, daheim so aufbewahren, so quasi als Stress-Bug-Out-Bag, wenn man so möchte, ja. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, und das weiß ich auch genau, da gibt es Leute, für die ist das ein Thema. Und das ist ein richtig großes Thema. So, jetzt ist mein Akku leer.
Ja klar, das ist jetzt ein eher enges Anwendungsgebiet. Ja? Wer einen Expeditionskocher sucht, der wird den nicht nehmen. Wer einen Ultraleichtkocher für ganz lange Touren sucht, der wird den wahrscheinlich auch eher nicht nehmen. Der hat vielleicht eine individuelle Lösung oder hier einen Torx, sofern er überhaupt auf Alkohol geht oder geht halt direkt auf Gas. Ja? Gas. Gas wäre in vielen Szenarien der jetzt deutlich effizientere Variante. Gerade das, was ich hier auch zeige, ist ein hocheffizienter Gaskocher. Dazu eben noch ein sehr leichter Windschutz. Und fertig haben wir ein super effizientes, für, ich sag mal, 90% aller möglichen Outdoor-Touren hochgradig gut funktionierendes System. Und das kostet nicht mal viel. Gaskartusche, 4 Euro, sowas um den Dreh. Brenner, 15 Euro. Windschutz, 18, 20 Euro, sowas. Kannst du beliebige Tour mitmachen. Ja, hab Leute gesehen in Grönland, die hatten das und die waren zufrieden. Kann ich auch nachvollziehen, kann man schon machen. Es gibt einen hohen Anteil von uns, die so eine Eintopflösung wirklich sensationell gut finden, für die das ein Problem, was sie in ihrem Leben hatten, nämlich, ich muss noch daran denken, einen Windschutz mitzunehmen, quasi, löst, und das ist denen Geld wert. Ja? Und dazu kommt, potenziell ist dieses Teil ja auch ein Multifuel-Kocher. Und wer zum Beispiel noch nicht viele Kocher hat, ich habe viele Kocher, ja, aber wer das wirklich noch nicht hat, der kann dann möglicherweise sagen, okay, dann nehme ich den, dann kann ich auch mit Brenngel oder vor allem mit Brenngel, ich würde in dem Kocher sowieso Brenngel empfehlen, hier diese grüne Glibber zum Beispiel, gelblich-grünliche Glibber, egal, würde ich Spiritus vorziehen, weil Spiritus einfach nur in eine Dose kippen, das geht zwar, aber das ist dann, das weiß ich nicht, dann würde ich wirklich lieber Brenngel nehmen, auch in meinen Versuchen mit dem Teil hat Brenngel deutlich besser funktioniert. Kostet auch ungefähr dasselbe Geld. Also es ist nicht, dass das einen großen Preisunterschied macht. Gas ist etwas teurer als alkoholbasierte Brennstoffe. Je nachdem, was für ein Gas man nimmt, aber nicht viel. Ne? Schon teurer, aber ja. Also wir reden hier von einem jährlichen Gasverbrauch bei einmal pro Woche rausgehen und was heißes Wasser machen. Dann sind das 2-3 Kartuschen, die du da, also 100 Gramm Kartuschen, die du da im Jahr verbrauchst. Das sind 12 Euro, irgendwie sowas. Und bei Spiritus behaupten wir mal, du brauchst 1,5 Liter, jetzt mal ganz utopisch, dann bist du bei 6-7 Euro, je nachdem, wo du deinen Spiritus kaufst. Und da ist Gas schon ein bisschen teurer, aber es sind halt nicht Wohnblöcke, sondern maximal Hausnummern. Der Fairness halber möchte ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt ja auch Leute, die sich ihre Ausrüstung gerne selber bauen. Aus einer Cola-Dose, alternativ Bierdose, je nachdem, was man so trinkt. Ich persönlich, ja, wisst ihr selber. Aus Frankreich, ohne Pfand. Daraus kann man sich auch einen prima eigenen Spirituskocher zusammenbauen, indem man im Prinzip das Ding halbiert, sie ineinander steckt, guckt, dass zwischen den beiden Dosenhälften ein Hohlraum, eine Hohlwand entsteht, wie sie auch im Torx ist oder auch im Trangia, der hat genau die gleiche Bauweise, macht dann hier oben den Dingerich, hier macht man raus, ne, den Deckel in Anführungszeichen, macht hier an der Seite noch ein paar Löchlein für die Jets rein. Und dann hat man mit einem minimalen Aufwand einen funktionierenden, man kann die noch polieren, damit die Farbe runtergeht, ist aber schon für die Funktion völlig egal, hat man mit minimalem Aufwand einen funktionierenden Alkoholbrenner gebaut. Kostet nichts. Also zumindest, wenn es eine französische Dose ist, da hat kein Pfand drauf. In dem Fall ist das hier arschteuer, dann ist auch das hier arschteuer, das ist erst recht arschteuer. Ja, aber für Umme selber machen ist immer natürlich am günstigsten. Das kann man mit nichts anderem, was man kaufen muss, vergleichen. Das ist eine Kategorie für sich. Wer da Spaß dran hat, super. Aber trotzdem sollte man halt vielleicht einfach nicht die Leute, die da keinen Spaß dran haben, verurteilen, weil sie ihr Wasser anders heiß machen als man selber. Ich hatte gerade jetzt ein ganz junger Kommentar, ganz frisch, das waren die Mails, die eben gestört haben, erreicht. Den finde ich eigentlich schön, den möchte ich mal vorlesen, von Ulrike K. Vielen Dank für deine ehrliche Präsentation. Ich habe mir zumindest Mühe gegeben, dass sie das ist. Das Ding ist aus meiner Sicht zu teuer. Es ist sicher richtig, dass zum Beispiel Torx recht instabil ist. Also insbesondere hier
das ist eine wackelige Geschichte, ne? Das rutscht sehr schnell. Recht instabil. Ich benutze gern den guten alten Trangia-Brenner. Wo ist er denn? Der da. Vorteil, Restspiritus kann drin bleiben, denn der Deckel hierzu, der hat einen Dichtungsring. Das heißt, man kann da wirklich Spiritus drin einschließen, muss dann nicht jedes Mal, wenn man noch Reste hat, das mühsam versuchen, in die Flasche zurückzukippen. Zum Beispiel bei so einer Flasche wie dieser hier ist das gar nicht so einfach. Die hat nämlich nur einen sehr kleinen Ausguss. Und setzt den in die Buschbox UL. Das ist keine Buschbox UL, die ist nicht mal im geringsten UL, also ultralight. Aber kann man machen, dann steht es zumindest gut. Ne? Aber die Buschbox UL ist so ein ganz kleines, mehr oder weniger dreieckiges Teil. Das ist recht stabil, das stimmt. Windschutzangebote gibt es wie Sand am Meer. Zum Teil auch ultraleicht, ja, das Titanblech zum Beispiel. Zugegeben, für Grammjäger ist der Trank ja ultra schwer. Ungefähr 120 Gramm, glaube ich, mit Deckel. 20 Gramm. Jeder macht es halt, wie er mag. Danke. Danke für diesen sehr würdigen Schlusssatz. Was man natürlich auch machen kann, ist, man macht sich diese simplen Topfhaken irgendwie selber oder man nimmt tatsächlich die kosten 2 Euro das Stück, die gibt es auch einzeln als Ersatzteil und kauft sich zum Beispiel das hier für 13 Euro plus Versandkosten oder man geht halt in irgendein Geschäft, wo das verhökert wird, steckt sich seine Topfhaken hier drauf, ja, und schneidet sich dann einfach ein rundes Stück Alublech hier raus, in der Größe, wie man es braucht. Und dann hat man auch genau das gleiche Konstrukt wie den X-Boil, ehrlich gesagt, selber gemacht. Für Materialkosten, nehmen wir mal an, wir kaufen die Topfhaken, 3 Stück davon, 6 Euro, plus dieses Blech, 13 Euro. Davon brauchen wir zwar nur die Hälfte, dann können wir das Ganze gleich nochmal zweimal bauen, im Prinzip. Und jedenfalls kommen wir dann auf, selbst wenn wir sämtliche Materialkosten auf ein Produkt umlegen, auf, Moment, 6 Euro plus 12, 13, das sind dann ja so 19 Euro. Ja, also nicht mal ganz die Hälfte von dem, was es kostet, wenn man sich das Teil so kauft. Wenn man sich das Teil aber so kauft, dann ist es direkt fertig. Man muss sich nicht weiter Sorgen drum machen. Und es sieht auf jeden Fall sicherlich auch hübscher aus als aus so einem Blech. Aber auch das ist eine potenzielle Lösung. Also Nachbau von sowas, das darf man auch machen. Kein Patent verbietet, dass man das privat nachbaut. Du darfst es nur nicht handeln. Also du dürftest dann nicht deine Version auch noch zum Kauf anbieten. Es sei denn, du bist Chinese. Dann darfst du scheinbar alles in diese Richtung. Ja, aber der Vollständigkeit halber wollte ich das einfach noch gesagt haben, was mir sonst sicherlich auch noch mal jemand in die Kommentare schreibt. Wenn man noch günstiger an solche Bleche rankommt, dann ist es halt eben noch mal günstiger. Muss man aber können, muss man wollen. Und damit bin ich jetzt aber wirklich raus. Sind wir alle lieb und brav und haben uns gern und viel Spaß im Wald und gesund bleiben. Und ich habe keine Lust mehr. Jetzt gehe ich die Katze suchen zur Entspannung. Tschüss.